Guten Morgen, liebe Winterfans. Wir sind gerade auf dem Weg zum Training. Ich nehme euch heute mal mit, wie so ein Trainingstag bei uns im Winter ausschaut. So, jetzt sind wir in der Chiemgau Arena. Heute Vormittag Komplextraining, Schießen und Laufen. Jetzt heißt es erstmal aufmunitionieren, 4 Standrunden zum Aufwärmen und dann legen wir los. So, auf zur Nachmittagseinheit. Das ist Rico Großhaus, da ist unsere Physiotherapie, eine Rollerlaufbahn und der Kraftraum. Und den zeige ich euch mal. Kommt mal mit. So, das ist unser Kraftraum. Kraftraum ist immer so eine Hassliebe, also es gehört dazu, aber nicht mein Favorite. Im Sommer ist Kraftraum wichtig, um eben mal den Muskel aufzubauen. Ich würde sagen, wir gehen im Sommer im Schnitt 2-mal in der Woche in den Kraftraum und im Winter nicht mehr ganz so oft. Durch den Wettkampfstress hat man nicht die Möglichkeit dazu, aber ich hoffe oder ich schaue immer, dass ich 1-mal in der Woche in den Kraftraum komme. Und anfangen tut man normalerweise immer mit Ergometer zum Erwärmen der Muskulatur. So, die 2 Haupttrainingseinheiten sind geschafft. Zum Biathlon gehört aber Schießen auch noch dazu. Deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen Trockentraining. Zum Trainingstag mit Schießen gehört Waffe reinigen auch dazu. Heute war es trocken, somit muss man die Waffe nicht ganz zerlegen und trocken legen. Heute reinigen wir nur die Kammer. Durch die Munition wird die immer ein bisschen dreckig und schmauchig. Und einen Lauf ziehen wir durch, damit wir das nächste Mal wieder sehr gute Trefferbilder schießen. So, liebe Winterfans, das war mein Trainingstag für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei gehabt. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns bei den nächsten Rennen.